Hallo. Also mein letztes Video hat ja nun wirklich höchste Wellen geschlagen. Das wollte ich überhaupt nicht. Hallo? Es war ein völlig harmloser Post über eine weitläufige Bekannte, die mich nach weiß der Geier 20 Jahren angerufen hat, weil sie meine Nummer in ihrem Adressbuch gefunden hat und ich leider seit 40 Jahren dieselbe Telefonnummer besitze, die umgeschaltet ist. Ich muss mich auch gar nicht so viel erklären. Um mit mir zu quatschen und die sich als extremst egoistisch, selbstbezogen dargestellt hat, wo ich finde, das hat in diesen Zeiten, in einer solchen Krise, einfach keinen Platz, wo jeder für jeden da sein sollte. Das war der ganze Sinn dieses Posts. Aber das war ja wie stille Post. Ich habe vorne Waschmaschine eingegeben und beim letzten kam Gasheizung raus. Hallo? Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute sich den gar nicht angeschaut haben, sondern gleich in die Diskussion reingesprungen sind. Das hat sich völlig verselbstständigt und vor allem der Ton hat sich verselbstständigt. Ich habe über 3.900 Kommentare und ich fand das unmöglich, wie die Leute teilweise mit sich umgegangen sind. Hallo? Das ist noch nie auf meiner Seite passiert. Denn normalerweise geht es da wirklich wahnsinnig gesittet zu und mit einem sehr netten Ton. Übrigens vielen Dank an alle, die eine gute Diskussion geführt haben und sich da nicht so vergriffen haben. Und ich habe leider auch festgestellt, je tiefer der Bildungsstand war, desto schlimmer waren die Posts. Also ich wusste nicht, dass man kontrovers so falsch schreiben kann. Und ich danke natürlich auch dem Herrn, der mich aufgeklärt hat, dass Schlaganfälle ansteckend sind. HIV, ja, das gebe ich zu, ist ansteckend, aber da muss man ein paar Handlungen vorher machen. Und der dann auch sagte, Tausende sind an Herzinfarkten gestorben, weil sie sich jetzt nicht wegen Corona in die Kliniken trauen. Also wenn man einen Herzinfarkt hat, sage ich Ihnen ganz ehrlich, gehen Sie ins Krankenhaus. Egal, ob Sie sich trauen oder nicht, Sie gehen ins Krankenhaus. Ich habe Herzinfarkte miterleben müssen und da geht man freiwillig in jedes Krankenhaus. Selbst auf Antigua. Mhm, das tut man dann. Also wenn man dann stirbt, ist man wirklich selbst dran schuld. Es kamen natürlich auch wieder die üblichen Kommentare, aber ich meine ehrlich, was hatte das mit meinem Post zu tun? Gar nicht. Da sehe ich, wie gefährlich Internet ist und wie sehr sich etwas verselbstständigen kann. Die Leute wollen gar nicht zuhören. Die wollen ihre Schlagworte rausholen und da stürzen sie sich dann drauf. Und ja, ich nehme mir heraus, Beleidigungen zu löschen. Ich muss mich nicht das Wort mit F schimpfen lassen. Ehrlich nicht, muss ich nicht. So arrogant bin ich dann. Diese Leute werden gesperrt, im schlimmsten Fall angezeigt und auch zu dumme Kommentare lösche ich zum Schutz desjenigen. Weil ich habe auch wieder festgestellt, viele konnten dann dem Gegenwind, den sie dann bekommen haben, gar nicht standhalten und haben dann Gott sei Dank ihre Kommentare selber gelöscht. Und der Ton ist wirklich erschreckend. Und ich habe gestern mal Germany's Next Topmodel angeschaut und da ist ja diese Liana ausgestiegen, weil freiwillig, weil sie Morddrohungen auch bekommen hat von den ganzen Haters. Das fand ich schon erschreckend, muss ich sagen. Ich habe mir dann noch ein paar ältere Folgen angeschaut. Ich habe Joyn TV, das geht. Ja, das Mädel hat polarisiert, ganz klar. Ich fand sie auch nicht besonders sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat sie nicht verdient. Vor allem ist ja so ein Medium extrem manipulativ, muss man auch mal sagen. Also ich habe selber mal in so einer Show mitgemacht, also nicht sowas, sowas Ähnliches. Ich bin auch gleich in der ersten Runde rausgeflogen, war ich sehr froh. Ich hätte das nicht durchgehalten. Das ist unglaublich. Man muss in solchen Shows jemanden haben, der polarisiert. Die Sirenik zum Beispiel ist immer gut dafür, aber das ist ein alter Hase, die kann damit umgehen. Diese Mädchen können damit nicht umgehen. Die sind 18, 19, 20 Jahre alt. Wie sollen die das können? Die hatten mit diesem Medium vorher noch nie was zu tun. Ich sage jetzt mal ein erfundenes Beispiel. Da sagt man in so einer Show, ich habe mal meinen Hund geschlagen, weil der sich in ein Kind verbissen hatte. Jetzt wird aber nur der erste Satz gesendet. Ich habe mal meinen Hund geschlagen. Und den zweiten lässt man weg. Kann man, schneidet man einfach weg im Schneiderraum. Ja, dann kommen jetzt die gesamten Tierschützer und machen dieses Kind zur Sau. Ja, wie soll die das denn bitte erklären, dass das da noch einen Nebensatz gab, den man einfach weggelassen hat?
Ich muss der Sendung Germany's Next Topmodel vorwerfen, dass sie dieses Mädchen nicht geschützt hat, sondern das bis zum geht nicht mehr ausgeschlachtet hat. Klar, man war immer gespannt, was gibt das Kind als nächstes von sich. Hat manchmal auch wirklich den Kopf geschüttelt. Aber das war natürlich alles auch so gedreht. Man hat ja der so viel Senderaum gegeben. Und ich meine, ich habe 3 Folgen gesehen, die hat ja fast nur gequatscht. In den ganzen Interviews war das ja meistens nur sie. Und das fand ich unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt wird die allein gelassen? Jetzt lässt man die einfach alleine? Das finde ich schon ziemlich heftig, muss ich wirklich sagen. Und deswegen weiß ich nicht, ob man so ein Format unterstützen sollte, indem man es anschaut. Wobei es ist ja manchmal immer ganz lustig, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es viel lustiger, wenn das dann so Promis unter Palmen oder wie das hieß waren. Die fetzen sich ja da richtig, ne? Aber da sieht man, wie schlimm das ist. Ich merke das ja auch bei mir, wenn meine Videos über eine gewisse Anzahl angeklickt werden, dann tauchen sofort die Haters und die Trolle auf. Sofort, als ob sie nur darauf warten. Und ich kann nichts dafür, muss ich auch mal sagen, dass meine Videos bei euch auf den Walls erscheinen. Die sind öffentlich. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und deswegen habe ich eben auch eine öffentliche Seite. Und nein, ich bin nicht von der Bundesregierung bezahlt worden. Das war das Beste, ehrlich. Ich mache das hier alles umsonst. Ich bin keine Influencerin. Ich habe mich totgelacht, ehrlich. Das letzte Mal war vor 36 Jahren, als ich mit meiner Tochter zusammen so einen Clip für die Bundesregierung gegen AIDS gemacht habe. Aber wirklich sonst nicht. Ich würde mich dafür auch, glaube ich, nicht zur Verfügung stellen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe keine PR-Agentur, die die ganzen Kommentare liest. Das mache ich schön brav alleine. Die würde solchen Schwachsinn nicht lesen wollen. Wobei, ich muss echt sagen, also der Ton, bis auf einige beim letzten Post, ist sonst auf meiner Seite sehr respektvoll und auf einem hohen Niveau. Das muss ich wirklich mal sagen. Also, Internet ist gefährlich. Lernen wir bitte damit umzugehen. Und an alle Aluhütchenträger, oh Gott, ich fange schon wieder an. Nein, ich mache jetzt gar nichts. Ich werde mir trotzdem meine Meinung nicht verbieten lassen zu manchen Themen. Und ja, das war's für heute. Wahnsinn.